Thema vitalstoffreich essen. Ja? Es ist jetzt Winter und es gibt einfach nicht so viel frisches Zeug wie jetzt im Sommer, wenn man auf die Wiese geht und sich ganz viele Wildkräuter sammeln kann. Ich will dir heute einen Tipp zeigen, was ich zu Hause mache. Wir gehen das auch gleich in die Küche und ich zeige dir, wie ich das mache. Und zwar grün einfach selber ziehen. Es geht ganz, ganz einfach. Dafür brauchst du nur ein paar gewisse Dinge. Die werde ich dir unten verlinken. Ich habe so einen Küchenwagen und so ein paar Behälter, wo ich einfach Erde reingebe. Die Erde habe ich alles bestellt bei Amazon. Findest du aber auch überall in Möbelgeschäften und in, wo es Pflanzen gibt, Pflanzengeschäfte. Keine Ahnung, wie die heißen. Florist oder was auch immer. Da kannst du dir die Bio-Erde kaufen, ganz normale Bio-Erde, Aussaaterde. Es ist egal, es ist nicht so wichtig, was für eine Erde das ist. Hauptsache, es ist Bio-Erde, saubere Erde. Die brauchst du. Und dann brauchst du ein paar Körner. Dann gehen wir in die Küche und ich zeige dir, wie ich das mache. Wichtig ist einfach, dass das auch Bio-Körner sind, ja, dass es nicht welche belasteten Körner sind. Ich nehme jetzt zum Beispiel Kamutkörner oder ich nehme Sonnenblumenkerne, sind auch sehr lecker, oder Weizenkörner. Die Weizenkörner, Kamutkörner und genauso auch wie die Sonnenblumenkerne. Wir bleiben erstmal jetzt bei den Kamutkörnern und bei den Weizenkörnern. Einweichen, ganz wichtig, einen Tag vorher einweichen, dann 2 Tage keimen lassen. Wie lässt du sie keimen? Indem du also nach dem Einweichen, über Nacht einweichen lassen, am nächsten Tag das Wasser abspülen und sie so zwar feucht, aber nicht nass stehen lassen, die Körner. Das machst du 2 Tage, lässt du sie so stehen. In diesen 2 Tagen tust du morgens und abends die Körner immer wieder auswaschen und dann wieder das Wasser ablaufen lassen und sie so feucht stehen lassen, aber jetzt nicht pitchnass. Irgendwann fangen an, sich so kleine Wurzeln zu bilden. Wenn du diese Wurzeln hast, dann nimmst du ein bisschen Erde und legst sie auf ein Backblech, auf einen Teller, je nachdem, was du hast. Ich zeige dir, wie ich es bei mir mache. Ich würde gerne ein Stativ nehmen und euch das mit beiden Händen zeigen, wie ich es mache. Weil mit einer Hand ist es schwer, weil es ist hier zusammengewachsen. Seht ihr das? Ich kann kein Stativ nehmen, weil ich hier die Kinder in der Küche habe, beziehungsweise den Kleinen. Und er wird mir das Stativ einfach umhauen. Also ich mache es mit einer Hand. Ich höre, es ist sehr laut. Das muss hier ganz dicht ausgesät werden, ja, damit das auch schön dicht nachher alles wächst. Diese Kamutsprossen sind jetzt ungefähr 3 Tage alt. Ich habe die einweichen lassen im Wasser, über Nacht. Dann habe ich die 3 Tage keimen lassen, jeweils morgens und abends nochmal ausgewaschen. So, das verteile ich hier schön mit der Hand. So sollte es zum Schluss ungefähr aussehen. Woher ich diese Dinger hier habe, werde ich dir unten verlinken. Unten drunter habe ich Zeitungen, damit es halt nicht runtergeht, ne, hier durch das Ding. Diese Keimlinge sind schon zu alt, ja, die haben ja schon Wurzeln geschlagen, wie ihr seht. Normalerweise nach dem 2. Tag, man kann es auch schon nach 1 Tag keimen, aussehen. Ich habe es jetzt einfach vergessen, gestern zu machen, gestern Abend. Und jetzt mache ich es, ja, und die haben schon wirklich viele Wurzeln geschlagen. Ich hoffe, dass das trotzdem noch was wird. Ansonsten bitte nicht so lange keimen lassen, bis die solche großen Wurzeln haben, weil die sollen in die Erde rein und nicht nach oben. So sieht es jetzt aus heute. Ich decke es jetzt mit Zeitung zu. Das würde dann so aussehen. Das würde ich jetzt so zudecken und dann einen Tag erstmal so lassen. Und morgen früh und abend auch jetzt einmal nass ansprühen, komplett nass ansprühen. Immer morgens und abends einmal ansprühen. Jetzt auch schön feucht bleiben. Und ungefähr nach dem 3., 4. Tag kann man dann die Zeitung wieder abmachen. Weil es ein Dunkelkeimer ist, es muss, sollte im Dunkeln wachsen. Und dann schauen wir mal, wie das Gras aussieht nach ein paar Tagen. Hallo ihr Lieben, das ist jetzt Tag 2 und ich will dir mal jetzt zeigen, wie es aussieht. Das Gras fängt schon an zu wachsen, das ist ganz schlau, dass alles schon mal nach oben geht mit dem Gras. Die Wurzeln müssen jetzt nur noch ihren Weg runter in die Erde finden. Und ich finde, es sieht schon mal ganz gut aus. Also sieht man das so? Seht ihr die Gräser? Ja, die sind noch ganz hell, weil die abgedunkelt sind. Aber sie werden auch grün. Hier kann ich auch noch mal zeigen. Tag 2 sieht so aus. Ja, man sieht jetzt nicht so viel, gell? Man sieht nur die Wurzeln eigentlich. Und dann sehen wir uns morgen bei Tag 3 wieder. So, wir sind jetzt an Tag 2 angelangt von meinen Kamutsprossen. Und so sieht's aus. Ich habe jetzt hier nur die oberen 2 Etagen. Das mit den Sonnenblumenkernen mache ich ein anderes Video extra. Ups. Und wie ihr seht, sind die schon ganz schön gut gewachsen. Ich nehme euch mal damit rüber. Das sieht richtig gut aus. So sieht es jetzt aus. Guck mal. Die sind noch, wie du siehst, hier die Stängel ganz schön hell, ne? Weil sie haben halt kein Licht. Deswegen werden sie noch nicht grün. Chlorophyll kann sich noch gar nicht bilden. Aber es sieht schon richtig, richtig gut aus. Jetzt könnten wir eigentlich auch schon die Abdeckung weglassen.
weil sie schon sehr, sehr gut gekeimt sind. Also wenn, das musst du dann verstehen, wenn die Abdeckung jetzt, wenn das Gras die Abdeckung anfasst, dann kann man es abmachen. Wir sind schon ziemlich hoch, die Halme. Ja, und dann zeige ich euch morgen, wie es aussieht. Morgen wäre dann Tag 4. So, ihr Lieben, wir sind schon an Tag 11 angelangt. Ich habe dazwischen vergessen zu filmen. Ja, aber so sieht es schon aus. Wie du siehst, sehr grün geworden, das Gras. Es ist nicht ganz so dicht geworden. Ich hätte vielleicht sogar mehr Körner hintun können. Das sind jetzt Sonnenblumenkerne, die habe ich jetzt dazugegeben. Die sind schon gekeimt und die wachsen dann auch. Da kommt noch ein Video dazu. Aber die sind jetzt, so nach 11, 12 Tagen kannst du die schon ernten. Und das geht ganz einfach. Einfach eine Schere nehmen, einmal von der Wurzel unten abschneiden. Nicht ganz von der Wurzel, hier siehst du es. Und danach wird alles nur noch entsaftet. So, ich schneide jetzt hier alles gründlich ab, dass auch nichts übrig bleibt. Alles auf dem Teller drauf und dann brauchst du aber auch einen guten Entsafter. Ich habe jetzt hier den Solo Star, dazu habe ich auch ein Video, das kann ich dir unten verlinken. Der entsaftet grünblättriges Gemüse, grüne Pflanzen sehr, sehr gut. Das sind jetzt nur die Gräser, guck mal, was da rauskommt. Da kommt jetzt dieses Wasser raus, dieser Saft raus. Den trinke ich aber nie so pur, sondern der wird jetzt schön mit Wasser vermischt und dann ist das mein morgendlicher Kaffee. Wenn du keinen Entsafter hast, kannst du es auch im Mixer machen. Du kannst die Gräser mit Wasser in einen Mixer geben. Danach aber musst du es durch einen Nussmischbeutel geben oder durch ein Wäschenetz, ja, damit diese Fasern von dem Gras, das kann unser Magen einfach nicht verdauen, dass das zurückbleibt, dass du nur das Wasser daraus bekommst. Wichtig ist aber in einem Mixer, dass du Wasser dazu gibst, weil der Mixer kann nicht mit dem Gras kann er nichts anfangen. Das verheddert sich nur. Am besten wäre es ein Entsafter, der holt das Wichtigste an Flüssigkeit aus diesen Gräsern raus und du kannst es pur trinken. Ich tue immer noch mal Wasser dazu, auch im Entsafter. Wenn das Gras rauskommt, kommt sehr wenig Grün raus und das mische ich noch mal mit Wasser und das trinke ich. Es ist sehr entgiftend für den Körper, es reinigt den Körper, hat unheimlich viele Nährstoffe. Diese ganzen Gräser, kannst du dir schon vorstellen, haben fast alle Vitamine, die unser Körper braucht. Man sieht es auch bei den Tieren, Tiere, die krank sind, auch Hunde gehen Gras fressen. Ja? Normalerweise fressen ja Hunde kein Gras, aber wenn sich ein Hund nicht gut fühlt, sogar Katzen, dann siehst du die, dass die zu dem Gras gehen und anfangen Gras zu fressen. Da war auch ein Mann, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte ging, ich weiß nur, dass seine Pferde 1 oder 2 Krebs hatten. Und ja, der Arzt meinte nur, dass sie sterben werden und er dachte sich, gut, er wollte ihnen halt noch was Gutes tun und dachte sich, da sollen sie ein paar Tage auf die Weide in die Sonne, bevor die halt wirklich jetzt tot sind, sollen sie noch die Freiheit genießen. Und auf der Weise sind sie direkt, zu Gras gegangen, haben es gefressen und nach ein paar Tagen waren sie gesund. Die haben sich selbst geheilt. Also wenn Tiere immer wieder zu Gras gehen und man hört es auch halt immer wieder auf Kriegsgebieten, wie Menschen, wenn sie Hunger haben, Gras essen, ja, und die überleben ja dann. Dann sieht man, dass Gras schon sehr nährstoffreich ist. Es ist von der Natur für uns zur Verfügung gestellt. Gott gibt uns kostenlos so etwas, wo wir halt wirklich dran gehen können. Deswegen kann ich dir nur raten, probier es aus. Also diese Pulver, die es zu verkaufen gibt, würde ich auch nehmen. Obwohl ich denke, selbstgezogenes Gras hat doch mehr Vitamine als irgend so ein Pulver, das schon seit ein paar Tagen irgendwo liegt. Probier es unbedingt aus. Und wenn du mehr Fragen hast zu diesem Thema, mache ich gerne nochmal ein Video. Das ist jetzt zu dem Thema nährstoffreiche Lebensmittel. Ja? Also Gras, Gräser selber ziehen, sehr nährstoffreich. Du kannst sie selber ziehen, finde ich optimal. Hast es zu Hause. Macht ein bisschen Arbeit, okay. Aber dafür hast du ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel, beziehungsweise eine Speise. Und wann esse ich das? Ich esse es immer morgens, das ist dann mein Frühstück. Ja, wenn du denkst, es ist nicht zu wenig, es reicht. Wenn ich jetzt 2 Brötchen essen würde, wäre es zwar mehr, es würde meinen Magen voll machen, aber dieses Gras, Weizengrassaft oder Kamutsaft oder Sprossensaft ist zwar weniger, ist nur ein Glas. Mein Magen ist natürlich nicht so schwer wie mit den Brötchen, aber du kannst dir vorstellen, was hat mehr Nährstoffe, was sättigt mein Magen wird es nicht sättigen, ja, für meinen Magen wird es zu wenig sein, er fühlt sich nicht schwer, aber an Nährstoffen, unser Körper braucht ja qualitativ hochwertige Nährstoffe und nicht quantitativ viele tote Lebensmittel. Weißt du, was ich meine? Probier es einfach für dich aus und wie du damit klarkommst im Alltag, ob dir das reicht morgens, ja, was heißt, ob dir das reicht? Probier es aus, führ es in deinen Alltag ein und du wirst merken, dass dir das sehr viel Energie schenkt, ja. Gerade am Anfang ist es schwierig, du wirst Hunger haben, aber nach ungefähr 2 Wochen gewöhnt sich der Magen daran, dass er zum Beispiel morgens nur einen Grassaft bekommt. Und du wirst sehen, wie viel Energie dir das schenkt. Ich bin schon fast süchtig danach, Gras zu trinken. Aber es schmeckt und
schenkt wirklich Energie und bringt sehr viel. Lese weiter darüber, recherchiere darüber und ja, entdecke die Vielzahl an Dingen, die es gibt auf unserer Erde, die uns gesund machen und die uns stark machen. Es ist unheimlich interessant. Ich wünsche dir alles Liebe, eine gute Gesundheit und bis zum nächsten Video.